Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Es ist Donnerstag, der 7. Dezember 2017. Mein Name ist Aaron Radoschowski von Admiral Markets. Ich heiße Sie auch wieder herzlich willkommen zu unserem täglichen Live-Webinar. Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Für diejenigen, die das erste Mal mit dabei sind, auf unserer zweiten Seite immer der Risikohinweis zu sehen. Bei Admiral Markets geht es selbstverständlich immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte und bei allen Hebelprodukten ist es gleich. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste, sollten Sie sich einmal auf der falschen Seite vom Markt befinden. Bitte heute nichts als persönliche Anlageberatung missverstehen, auch Execution Only genannt. Der Jochen lässt sich heute wieder über seine Schulter schauen, screent mit Ihnen zusammen die Märkte und wird Ein- und Ausstiege planen, aber das soll trotzdem nicht als persönliche Anlageberatung dienen. Und Sie entscheiden immer selbst, ob Sie diese Trades dann eingehen oder eben nicht. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, heute ist Donnerstag, also Jochen ist am Werk. Morgen geht es dann weiter zum Wochenende mit dem Dirk. Am Montag ist wieder der Thomas zu hören, Dienstag Costa und am Mittwoch Heiko. Jeder tradet unterschiedlich. Seien Sie auch gerne herzlich eingeladen, bei den anderen Tradern über die Schulter zu schauen und zu schauen, wie Sie die Märkte screenen. Sie sind unzufrieden mit Ihrem Broker, nicht mit Admiral Markets hoffentlich, also Sie wechseln natürlich zu uns, können dabei bis zu 40 Tage den Spread sparen. Alle Aktionsbedingungen finden Sie auf www.admiralmarkets.de. Ja, unsere Spezialwebinare im Advent sind gestartet und es geht weiter am 12.12. mit Skyping, die Königsklasse mit Heiko Behrendt. Seien Sie auch gerne dort herzlich eingeladen, dem Heiko über die Schulter zu schauen. Und um 19 Uhr geht es da los, also 12.12. Ihre Zeit und 19 Uhr dann gerne mit dabei sein. Ja, reden ist bekanntlich Gold. Sie haben die Möglichkeit, über 10 kostenlose Live-Webinare die Woche mit Admiral Markets zu erleben. Und jeden Mittwochnachmittag 16.30 Uhr findet ein Einführungswebinar statt in den MetaTrader 5 und in die Supreme Edition. Da können Sie uns mal über die Schulter schauen, was wir an Tipps und Tricks weitergeben können. Und da können Sie natürlich auch gerne live mit dabei sein. Überzeugen Sie sich gerne selbst, machen Sie sich gerne ein Demokonto auf. Sie handeln den DAX 30 mit einem einzigartigen Spread von 0,8 Punkte, typisch zur Haupthandelzeit und haben da keine Stop-Abstände oder Mindesthaltedauer. Wichtig an der Stelle, bitte zunächst alles testen, bevor Sie dann mit einem Live-Konto weiter durchstarten bei Admiral Markets. Machen Sie sich mit allem vertraut, mit der Handelsumgebung, mit der Software und den Trading-Gegebenheiten. Dann können Sie gerne mit einem Live-Konto weiter durchstarten. Sollten Sie im Anschluss Fragen haben, können Sie uns natürlich kontaktieren, einmal über die eingeblendete Telefonnummer, gerne auch über unsere E-Mail-Adresse. Das Video wird selbstverständlich aufgezeichnet, wird nachträglich noch einmal bei YouTube veröffentlicht und gerne auch mal bei Facebook vorbeischauen. Da finden Sie viele weitere Informationen rund um Admiral Markets, rund um das Trading. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie auch mal uns einen Daumen hoch da lassen für unsere News. Und das wäre es jetzt erst einmal von meiner Seite. Ich gebe den Bildschirm ab an den Jochen und den Ton natürlich auch und sage guten Morgen, Jochen, wie geht's dir? Ja, guten Morgen. Ja, mir geht's durchwachsen mit meiner Erkältung. Deswegen meine Bitte, dass wir so 15 Minuten machen, weil heute Nachmittag bin ich ja nochmal dran und die Stimme und der Husten und was weiß ich nicht alles. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, sorry, ne, aber so eine Erkältung kann man mal wirklich nervig sein. Ich bin jetzt in der zweiten Woche, man sagt ja, eine Woche kommt's, eine Woche bleibt's, eine Woche geht's. Und wir hoffen, ja, dass ich heute den heutigen Tag mit 3 Webinaren halbwegs gut durchstehe. Und nein, ich mache nicht krank, weil mir wird es sonst tiereslangweilig, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze mit der Erkältung und eh schon eine Woche nicht rausgegangen bin. Also brauche ich die Webinare. Aber erstmal guten Morgen in die Runde, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ja, es geht ja um Trading-Ideen bei Punkt 10. Und wir gucken uns gleich auch den DAX an und ein paar Märkte, die ich mir im Vorfeld angeschaut habe. Es hat sich einiges verändert, gerade was Gold angeht. Der DAX hat sich leider überhaupt nicht verändert. Wir sehen es hier. Ich bin jetzt auch hergegangen und habe so klassisch technische analysemäßig eine Keilformation hier eingetragen. Man sieht es, ne? Also nach dem Motto, hohoho, hier kann ja mordsmäßig Bums reinkommen. Wenn eine dieser Linien überschritten wird, ja, wäre vielleicht sogar denkbar. Dennoch, der DAX selber ist nach wie vor für mich nicht die erste Wahl. Und ich tue mich sehr gut damit, dass ich hier sehr, sehr wenig gemacht habe. Ich empfinde den Markt relativ schwierig, was nicht heißen muss, dass Sie den jetzt nicht handeln dürfen. Aber nach meiner, sage ich mal, Handelslogik oder nach meinem Empfinden für Preisausbildungen ist das eine Phase, wo man sich sehr schwer tun kann. Aber nochmal ganz kurz zur Analyse. Wir sehen hier langer Aufwärtstrend, richtig weit in der Bewegung, wird dann gebrochen. Also hier, als diese Tiefzone unterschritten wird, ist für mich der Trend nicht mehr gültig. Das heißt nicht, dass der einen Abwärtstrend gehen muss. Aber das Problem ist, wir haben in diesem Moment weder einen Abwärtstrend noch einen Aufwärtstrend. Das geht jetzt schon seit langer Zeit.
dass der Markt eben versucht auszubilden, wie es weitergehen wird. Es gibt Trader, die verkämpfen sich da mittendrin bis zum Erbrechen und manche warten ganz einfach, ja, bis der Markt dann wieder zeigt, welche Richtung in Anführungsstrichen denn er jetzt bevorzugt. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist hier auf dieser Trendgröße die Geschichte trendlos, mit allen fiesen Matentigkeiten, sage ich mal, wie sie oft zu entdecken sind in solchen Phasen. Wenn wir uns auf die Stunde runterarbeiten, was für mich so der Hauptkern eigentlich darstellt, was die Trendlage angeht, meine sogenannte Großwetterlage, sagt man auch in der Markttechnik, muss ich sagen, natürlich sind hier super Bewegungen drin. Also geht schon ab, ne, in diesem ganzen Gedöns. Allerdings, ich muss sagen, ich habe größte Probleme, Einstiege zu finden. Ich habe größte Probleme, auch gute Ausstiege zu definieren. Und ich habe einfach im Laufe meiner Jahre gelernt, wenn das so ist, dann lasse ich eben gern die Finger raus. Wer das mag, wer hier drin gerne handelt, klar doch, er hat super gute Bewegungsschübe. Nur, wie man, glaube ich, jetzt schon erkennt, es ist extrem schwer, die Gewinne, sage ich mal, halbwegs sinnvoll nach Hause zu holen. Mit Gewinne laufen lassen geht hier mal gar nichts. Egal, welche Richtung Sie eingeschlagen hätten bisher, jeder Trade ist zerlegt worden. Und das ist auch das Charakteristikum, sage ich mal, von diesen Phasen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn der DAX es schafft, über diese, sage ich mal, Kante zu kommen, ja, also jetzt hier in dieser Linie, man sieht, es sind einige Hochs, sammeln sich hier an, genauso unten, ja, könnte es definitiv gute Bewegungsschübe geben. Im Moment ist es aber nicht so weit und deswegen muss man eben überlegen, was macht man. Hier auf der Stunde muss ich sagen, habe ich eine Trendlage, wo ich einfach dankend ablehne. Ich würde ja einfach zuwarten wollen, bis irgendeine Entscheidung getroffen ist. Sorry, ich weiß, es gibt nichts Neues zu berichten oder ich kann jetzt nicht zaubern und sagen, am dem und dem Tag, um die und die Minute wird es losgehen. Das kann ich nicht. Deswegen, ich predige hier Zurückhaltung. Aaron, ich gebe an der Stelle kurz zu dir. Alles klar, Jochen. Jochen, auch andere Informationen sind Informationen, zum Beispiel, dass man nichts Neues hat. Das hoffentlich verstehen auch unsere Zuschauer an der Stelle. Also nichts Neues heißt auch trotzdem eine Information. Ja, klar. Und so ist es. Jochen, wir haben hier eine Frage und zwar der Helmut fragt, welche Zeit betrachtest du beim DAX Vortagsschluss 17:30 oder 22 Uhr und welche bei den anderen Werten? Ja, 22 Uhr ist doch klar. Also, wenn ich jetzt einen DAX, sag ich mal, per Future handle, habe ich 22 Uhr. Wenn ich den DAX per CFD handle, habe ich zwar den Cash DAX im Endeffekt als Underlying, aber für mich zählt schon die Tagesschlusskerze. Also wenn ich nach Kerzen gehe, kann ich jetzt nicht hergehen und mittendrin mehr oder weniger zwei unterschiedliche Märkte, und das sind zwei unterschiedliche Märkte, Xetra und Kasse, Entschuldigung, Kasse und Terminmarkt, da auseinanderklamüsern wollen. Also ganz klar, was die Kerze anzeigt, 22 Uhr, und bei allen anderen Märkten ist das natürlich genauso. Ja. Die Frage ist, ich weiß, wie ihr es meint, die Erklärung allerdings jetzt zu bringen, wo wann das richtig ist und wo es falsch ist, sprengt den Rahmen. Ja, bitte ich ihn einfach um Verständnis. Aber beim DAX hier ganz klar, was mir die Kerze anzeigt. Und hier muss man auch noch gucken, ob jetzt über Nachthandelszeiten angezeigt werden, über den CFD, ob man die ausblendet oder eben nicht. Gibt es auch einen netten Indikator, der einem diese Arbeit da übernehmen, wo man es delegieren kann, ja, dass der die über Nachthandelszeiten, die ja nicht stattfinden, im Future oder nach 22 Uhr, dass die ausgeblendet werden, wenn er das meint, ja. Okay. Genau. Jochen, wir gucken vielleicht einfach schon mal auf den Euro-US-Dollar. Da wurde schon mal nachgefragt, ob wir da schon mal den Blick drauf werfen können. Ein Gruß auch an den Hans-Jürgen, der sagt, Jochen, komm nach Stuttgart, blauer Himmel, trockene Luft. Du, in Stuttgart weiß ich, da ist der Feinstaubalarm, da sterben doch die Leute links und rechts der Straße. Gruß an den Hans-Jürgen. Okay. Euro-US-Dollar, ja, genau. Und zwar, was hier auffällt, was eigentlich sehr schade ist, wir haben definitiv ja diesen Aufwärtstrend gesehen, längere Zeit. Hier kommt ein Abwärtstrend rein. Wir haben ihn immer wieder angesprochen. Ich meinte, ja, es ist ein Abwärtstrend. Man kann den auch versuchen zu handeln. Allerdings sollte man sich nicht wundern, wenn der eben doch, sage ich mal, kräftig nach oben ziehen kann, aufgrund des überlagernden Trendbildes, dass wir hier wieder einen Aufwärtstrend bekommen. Danach sah es fast aus. Also man sieht hier, Aufwärtstrend geht hoch, nimmt also den Abwärtstrend raus. Das Problem, also ich habe hier auch versucht, aus diesem Bereich heraus nach oben mit einzusteigen, ist mir leider nur auf den kleineren Zeiteinheiten gelungen, da bin ich auch rausgeflogen. Man sieht, wir haben hier einen Abwärtstrend wieder drin. Also auch diese Geschichte hier ist nicht ganz Fisch oder Fleisch, aber besser als im DAX allemal, ja. Weil ich kann sagen, okay, das ist für mich der Aufwärtstrend, der zählt.
Was runterkommt, ist nur die Korrektur. Ich versuche dennoch nochmal long zu gehen. Das wäre die eine Möglichkeit. Und ich glaube, das entscheidet sich vielleicht morgen zu den Non-Farm Payrolls Nachrichten. Also morgen ganz wichtiger Termin, Non-Farm Payrolls. Bitte achtet darauf, ja, 14:30 Uhr ist es diesmal. Da kann es wirklich zu schweren Zerwürfnissen im Markt kommen. Übrigens heute auch um 17 Uhr spricht Herr Draghi. Auch das kann sein, dass bis dahin der Markt eventuell nur daher dümpelt und erst ab dieser Rede, sage ich mal, richtig loslegt. Was im Euro-US-Dollar für mich wichtig ist, ist definitiv dieser Tiefbereich hier. Ich sage jetzt extra Bereich, also bitte nicht punktgenau nehmen, liegt ungefähr, ich habe die Zahlen nie im Kopf, ich muss selber schauen, wartet mal, also hier bei der 1,17, ungefähr bei der 1,17 bis zur 1,1660 ungefähr. So um den Dreh. Also wenn die Kurse unter diesem Bereich fallen sollten oder in diesem Bereich fallen sollten, wäre ich sehr vorsichtig mit beherzten Long-Einstiegen. Ich würde dann eher davon ausgehen, dass der Handel unruhig wird. Also nochmal, dieses ganze Gedöns hier, das kann sich auch ziehen. Ja? Ich bin immer noch relativ bullish im Euro-US-Dollar eingestellt, würde also eher versuchen, Long-Chancen zu suchen, jetzt auf dieser Größe, ja. Aber dafür ist es für mich natürlich wichtig, wie es mit den Hochs und Tiefs aussieht. Und nochmal, wenn er in diesem Bereich zurückrutscht und dann nicht mehr startet, wäre ich vorsichtig. Dann kann es sein, entweder er kippt bis ans tiefste Tief oder macht hier rum. Also leider kein super tolles Bild, schade, ja. So, und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, ich kann hier viel hineininterpretieren und mir Wünsche äußern oder Verlaufsformen ausdenken. Im Endeffekt muss ihm jemand das halten, was der Markt macht. Von meiner Großwetterlage, wenn ich es so anschaue, habe ich leider Gottes einen Abwärtstrend im Moment. Wie das Ding allerdings verläuft, ist so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist ein typisch Euro-US-Dollar-Korrekturlauf. Ja. Also solche Teile siehst du öfters und plötzlich explodiert der in die ursprüngliche Richtung. Das ist so das, was mir doch im Hinterkopf geht. Deswegen, ich würde hier extrem vorsichtig sein mit dem Short gehen. Wenn, dann mit engen Stops. Dass, wenn es eben schief geht, fliegst du raus, hast keine großen Verluste. Und ansonsten würde ich schauen, ob ich irgendwann vielleicht doch einen Wechsel in die Long-Richtung erlebe, sofern diese zuvor besagte Tiefzone hält. Wäre so die Idee von mir. Okay. Okay, Jochen, danke erstmal für die Analyse. Wir wechseln noch einmal den Markt, am besten zum Goldmarkt einmal, und wenn wir es zeitlich noch hin schaffen sollten, dann WTI noch einmal. Genau. Und ich wollte nur zur Begrüßung auch sagen, ich habe hier einen Short Trade im NZD/USD versucht. Ist eine Stelle, ja, da kann man jetzt auch die Augenbrauen hochziehen. Aber ich entdecke halt einen Abwärtstrend. Und wenn hier dieser Tiefbereich unterschritten wird, könnte es vielleicht nochmal nach unten gehen. Deswegen habe ich mit kleiner Position vorhin hier unten einen Short Trade gemacht, allerdings läuft das nicht gut, den muss ich zumachen. Mir wäre es hier lieb, der kommt noch etwas höher von der Korrektur, dass man dann versucht, dieses Szenario, von dem ich gerade eben sprach, durchzuführen. Und wir gehen zu Gold, natürlich. Und in Gold hat sich was getan. Also wir sind definitiv unter dieses Tief gefallen bei der 1250 Dollar. Eine Marke, die wir so oft gesehen haben, ja, um die 1250 Dollar, die letzten Webinare, die letzten Jahre, immer wieder ist der Markt an diesem Bereich hin und her gelaufen. Aber was wir jetzt eben sehen, ist ein Abwärtstrend. Wir sind hier mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs unterwegs. Ich würde an der Stelle wirklich aufpassen, wenn einer long gehen will, wenn er sagt, hurra, es ist jetzt verbilligt, jetzt kann ich hereinkaufen, oder hahaha, hier kommt ein Doppelboden. Ich wäre sehr vorsichtig. Ich würde es wirklich abgleichen wollen, wie der Markt untergeordnet dann strukturiert ist. Also im Moment, wir haben rein der Definition nach einen Abwärtstrend. Und das kann gut sein, dass Gold weiter in die südliche Richtung sich ja ausdehnt. Nochmal, ich mache keine Prognosen. Ich sage jetzt nicht, oh, bis dahin geht's und dann steigt es wieder, so ein Blödsinn, sondern man muss ja einfach aufpassen, wenn einer long gehen will, wenn einer short gehen will. Also er hat definitiv einen Abwärtstrend im Rücken und der ist jung. Ja. Wichtig im Moment ist zumindest, weil heute der Tag ist, wo es eben unter diesen Tiefbereich gerutscht ist. Wartet mal, ich zeichne es ein. Hier, das meine ich. Ob der Markt auch drunter schließt. Also angenommen, der Markt zieht wieder hoch. Das wäre nicht das erste Mal. Also aufpassen. Wer jetzt short geht und sagt, es kann nur noch fallen, ins Bodenlose, bitte nicht machen. Also hier muss man wirklich mit dem Stop arbeiten. Ohne große Erwartungen. Wenn der nochmal rüberkommt, ja, das wäre nicht das erste Mal, wäre ich zweifelhaft, ob das jetzt einen richtigen Abwärtstrend mit Druck kriegt. Hält er sich darunter oder kippt noch weiter ab im Laufe des Tages? Okay, bin ich dabei, dass ich sage, no, vielleicht sehen wir noch ein paar Ausdehnungen nach Süden. Ne? Also, aber rein von der Definition her, wenn jemand in Gold long gehen will, er hat einen Abwärtstrend auf dem großen Bild gegen sich. Ganz wichtig.
Okay. Ja, Aaron, ich gebe zu dir und hust mal kurz. Gerne, Jochen. Ja, Jochen, wir sind jetzt auch schon am Ende vom Webinar angekommen und du hast ja heute auch gefragt, ob wir es ein bisschen kürzer halten können. Können wir natürlich. Und unsere Zuschauer haben natürlich auch dafür Verständnis, das ist ja kein Problem. Jochen, ich sag's auch nochmal an die lieben Zuschauer, um 17 Uhr findet heute unser Trading-Analyse-Webinar statt. Das lebt natürlich auch von Ihrer Teilnahme. Sie können Ihre Trades vom Jochen analysieren lassen. Das wird alles anonym passieren. Sie brauchen keine Angst haben. Wir nennen keine Namen oder dergleichen. Es soll wirklich dazu dienen, Ihnen weiterzuhelfen bei Ihren Trades. Und Sie können uns gerne Ihre Trades einsenden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch noch ein, zwei Ihrer Trades uns zur Verfügung stellen, dass wir der Jochen da mal drüber schauen kann. Heute Nachmittag oder späten Nachmittag um 17 Uhr soll es darum gehen. Und das nochmal an der Stelle. Jochen, vielen, vielen Dank für die heutige Cool, Analyse. danke. Und liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank an die Teilnehmer heute. Die waren auch wieder sehr zahlreich. An der Stelle immer wieder schön zu beobachten, was sich hier alles so tummelt. Und ja, Jochen, wir hören dich heute um 15 Uhr noch einmal und dann um 17 Uhr. Das ist volles Programm für dich, auch bei Erkältung und dergleichen. Ja, Da klar. musst du durchhalten. Ja, Also, muss ich durch. Ja, genau, dir ja. gehören die letzten Worte auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, Erkältung und bla bla bla. Und wenn dann die Zeit, wenn man sie knapp hält, das ist manchmal ärgerlich. Aber Sie sehen, so richtig prächtige, super duper Ideen habe ich jetzt wirklich nicht für die Märkte. Es ist einfach so. Übrigens an der Stelle Bitcoin, ne, ist der Hammer. Das Ding zieht weiter und weiter und weiter. Ich beobachte es wirklich schmunzelnd, diesen Markt. Aber für unser Webinar um 17 Uhr heute, für die Trade-Analyse, es wäre wirklich toll, wenn der eine oder andere vielleicht noch sich ein Herz nimmt und den einen oder anderen Trade einschickt. Wir haben einige Trades, ja. Wir werden also was zu tun haben. Allerdings würde es mich sehr freuen, wenn wir einfach eine Art Fülle hätten aus verschiedenen Teilnehmern und nicht nur immer ein paar, die sehr fleißig einsenden und manche, die sich dann gar nicht melden. Also nehmen Sie sich ein Herz, einfach an info@abmaranmarkets.de, kurz vielleicht Ihre Trades. Bitte schön, wenn Sie das machen, Screenshot, Tag, Stunde. Und dann eben, wenn es auf der 5 Minuten war, oder die Zeiteinheit, die Sie bevorzugen, dass man da so eine Art Abgleich hat, was die Zeiteinheiten angeht, der Grund Ihres Trades und wie Sie ihn gemanagt haben. Es wäre super gut. Nochmal, ist keine Veranstaltung, wo jetzt jemand zerlegt wird, weil er einen Verlust gemacht hat. Das geht wirklich darum, zu sehen, wie Gewinne und Verluste entstehen, wie man sie managen kann. Ich glaube, das ist echt ein Mehrwert. Wir haben mehrere hundert Leute dabei abends, aber einsenden tun sehr wenige. Und deswegen, komm. Sendet ein, das wäre super. In diesem Sinne, ich schon meine Stimme. Wir hören uns um 15 Uhr. Schauen wir mal, was der Markt bis dahin gemacht hat und wünsche Ihnen bis dahin eine ruhige Hand und viel Erfolg, Herr Jochen Schmidt. Ciao.